In diesem Video schauen wir uns an, wie man DKB und Google Pay miteinander bekannt macht. Dazu habe ich mich jetzt hier in meine DKB-App eingeloggt. Was ihr hier jetzt auf dem Startscreen seht, ist die Kontoübersicht von mir. Die geht euch natürlich nichts an, deshalb seht ihr auch nicht viel. Das Wichtigste für euch ist, links oben auf den Menü-Button einmal drücken und dann haben wir links unten Card Control. Auch da jetzt einmal draufklicken. Und dann bekomme ich hier die Übersicht über meine Kreditkarten. Zum einen habe ich hier meine Tagesgeldkarte und meine normale Kreditkarte, die ich auch als Plastik habe. Ich gehe jetzt mal auf die Tagesgeldkarte, denn die habe ich tatsächlich noch nicht für Google Pay aktiviert, kann ich aber tun. Dazu bin ich jetzt hier drauf und sehe schon das dicke Logo Google Pay. Wichtig ist, wenn das bei euch jetzt nicht erscheint, dann solltet ihr mal prüfen, ob ihr die neueste Version von DKB Banking habt. Dazu geht ihr in den Google Play Store und schaut, ob es ein Update gibt. Ich gehe jetzt hier auf Google Pay und jetzt bekomme ich die Karte nochmal eingeblendet, mit welcher ich das machen will und kann die jetzt einfach mit einer TAN aktivieren. Da klicke ich einmal da unten drauf. Jetzt kommt es aufs TAN-Verfahren an, das ihr habt. Ich habe tatsächlich das Chip-TAN-Verfahren und deshalb hole ich jetzt meinen TAN-Generator. Ich stecke jetzt also meine Girokarte, nicht meine Visa-Karte, in den TAN-Generator und folge im Grunde den Anweisungen hier. Ich drücke die Taste TAN, gebe dann den Startcode hier ein, den ich euch natürlich mal ausgeblendet habe, bestätige den mit OK und bekomme dann entsprechend eine TAN zurück. Die gebe ich hier ein und klicke auf Bestätigen. So, hier klicke ich jetzt einfach auf Weiter. Unten, das kann ich ignorieren, den Haken sollte man jetzt nicht setzen, wenn man keine Werbung haben möchte. Jetzt bekomme ich nochmal die Nutzungsbedingungen der DKB angezeigt. Die kann ich mir natürlich durchlesen und dann gehe ich auf Akzeptieren. So, jetzt steht hier, dass ich mit dem Smartphone bezahlen kann. Hat also offensichtlich alles geklappt. Bei euch kann es sein, dass ihr noch NFC in den Einstellungen aktivieren müsst. So, hier kann ich jetzt nochmal auf in Google Pay verwalten gehen und habe jetzt hier zwei Kreditkarten angezeigt und hier ist eine Standardkarte definiert. Die eine ist ja nur meine Tagesgeldkarte, die werde ich jetzt auch nach dem Video hier wieder rausschmeißen. Beträge unter 25 Euro könnt ihr ohne Eingabe von eurem Code eingeben in der Regel, also eurem Bildschirmentsperrcode. Dazu einfach das Display kurz aktivieren mit dem On-Button und die Rückseite des Telefons auf das Bezahlterminal halten. Wenn die Kassiererin nicht weiß, wie sie damit umgehen soll, dann sagt einfach, ihr möchtet mit Karte bezahlen. Ist nämlich die gleiche Funktion, die einschalten muss. Also die muss nicht drücken, ihr zahlt mit Handy, sondern die drückt auf ihrem Terminal, der Kunde möchte mit Karte bezahlen. Falls ihr noch kein DKB-Konto habt, dann freue ich mich, wenn ihr mal in die Videobeschreibung schaut und meinen Affiliate-Link benutzt, dann bekomme ich eine kleine My-Müsli-Packung als Dankeschön für die Kundenwerbung.